Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind heute wieder in der Kochschule in Düsseldorf und diesmal bereiten wir eine wunderschöne geschmorte Rinderhüfte zu. Los geht's! Für unser heutiges Rezept habe ich hier eine wunderschöne australische Rinderhüfte. Die ist ganz toll marmoriert und hat einen richtig schönen Geschmack. Das sorgt dafür, dass wir hinterher einen schönen saftigen Braten bekommen. Ich starte damit, indem ich die von beiden Seiten mit etwas Öl kräftig anröste. Wenn unsere Hüfte gleich schön angebraten ist, werde ich die wieder aus dem Topf nehmen und in dem Topf dann kleingeschnittenes Gemüse anrösten. Das soll die Grundlage für unsere Soße sein. Außerdem werde ich dann noch ein paar Pilze mit reingeben. Die werde ich auch nur ganz grob schneiden, weil ich hinterher die Struktur noch der Pilze haben möchte. Und da habe ich hier Champignons, Austernpilze und für ein besonders kräftiges Aroma eingeweichte Steinpilze. Zu unserem angebratenen Gemüse gebe ich jetzt gleich noch ein wenig Tomatenmark. Und das schwitze ich auch kurz mit an, damit es diese spitze Säure verliert. Dann werde ich das Ganze ablöschen und dazu habe ich hier einen spanischen Rioja, einen schönen kräftigen Rotwein. Außerdem noch hier Bratenfond und das Wasser von den eingeweichten Pilzen gebe ich ebenfalls dazu. Ich werde die Soße jetzt schön würzen. Danach kommt das Fleisch wieder mit in den Topf. Der Deckel wird geschlossen. Und dann geht das Ganze für ungefähr 2 Stunden bei 150 bis 160 Grad in den Backofen. Unser Braten ist in der Röhre und braucht noch ungefähr 1/2 Stunde. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich um die Beilagen zu kümmern. Und ich habe da heute schöne leckere Salzkartoffeln und ein bisschen Brokkoli ausgewählt. Unser Braten war jetzt 2 Stunden lang im Backofen und ich habe den Topf schon mal rausgenommen. Jetzt werde ich das Fleisch aus dem Topf nehmen und 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit werde ich die Soße einkochen. Kartoffeln und Brokkoli sind auch gleich fertig. Das heißt, ich werde gleich anrichten und probieren. Hier haben wir jetzt unseren fertig geschmorten Rinderbraten und der sieht ja wohl wirklich richtig gut aus. Es riecht hier absolut fantastisch, das Fleisch ist zart und saftig und die Soße der absolute Knaller. Die Pilze kommen richtig gut rüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr probiert es mal aus, das lohnt sich nämlich auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Olli von Don Kane.